Starke Schneefälle haben dem Erzgebirge am Sonntag etwa 10 cm Neuschnee beschert. Das ist zwar in der Region nicht sonderlich außergewöhnlich, doch Anwohner und Autofahrer haben auch hier durch den Schnee mit denselben Problemen zu kämpfen wie die Menschen in anderen Regionen. Die Erzgebirgler bleiben dennoch gelassen. Hier in Annaberg ist nochmal der Winter eingezogen, aber bisher ist da recht wenig Schnee. Ich hoffe aber, dass zum Beispiel in Oberwiesenthal noch mehr Schnee liegt, weil die Leute brauchen das vom Tourismus. Und dann werden wir sehen, wie es sich heute Nacht entwickelt. Aber ich denke, die Leute sind gut vorbereitet. Und ich hoffe auch, dass der Winterdienst uns morgen früh nicht im Stich lässt. In Annaberg ist heute also Schneeschippen angesagt. Anwohner Thorsten Beckert musste sogar die Schneefräse rausholen. Wir haben jetzt heute, aufgrund, dass es jetzt hier 10 cm geschneit hat, unsere Schneefräse in Einsatz gebracht, weil wir morgen früh aufgrund unseres großen Hofes da nicht unbedingt zu viel schippen müssen, weil morgen früh dann meine Frau auch nach Chemnitz fahren muss und deswegen wir hier da die Schneefräse da für uns in Einsatz gebracht haben. Verschneite Straßen, Autos und Gehwege. Der Winterdienst ist zwar dauerhaft im Einsatz, kann aber nicht überall gleichzeitig sein. Vor allem auf den Bundes- und Landesstraßen kam es zu Schneeverwehungen und auf dem Fichtelberg war besser beraten, wer Skier unter den Füßen hatte. So war also Geduld und Vorsicht auf den Straßen gefragt. In den nächsten Tagen beruhigt sich das Wetter vorübergehend, auch auf dem Fichtelberg. Zwar bleibt die Temperatur hier im Minusbereich, aber die Schneefallgrenze steigt von Tag zu Tag an, ehe es in der nächsten Woche wieder stürmisch wird. Mehr Wetter auf wetter24.de.